Shalom Aleichem, guten Abend. Wir stehen jetzt kurz vor dem höchsten Feiertag, die gibt es in dem jüdischen Kalender, Purim. Und steht geschrieben, dass Purim ist genauso hoch und groß und stark wie Yom Kippurim. Also, unser Thema heute ist, warum Purim ist so heilig, so stark, so kraftvoll, so besonderes. Und welche Kräfte können wir vom Purim nehmen und lernen? Wir lernen heute Chassidut von dem Alten Rebbe, einem Maamar, der heißt Vayoshet HaMelech. Super Gedanke. Aber bevor wir beginnen, die Idee, die Chassidut, ich werde zwei kurzen Einführungen geben, um in die Zeit die Idee zu kommen. Also, Hashem schuf die Welt vor 5780 Jahren, okay? Und er schuf am Freitag zwei nette Leute, die heißen Adam und Chava, und sie haben bekommen Kinder, Kain, Hevel, Shet, und so gibt es 10 Generationen von Adam bis Noach, vom Noach bis Abraham wieder 10 Generationen. Von Avram, der erste Ivri, der erste Yehudi, beginnt unsere Potikolor Samenentwicklung von unserem Am Israel, von unserem Volk. Aber Avram, in jeder Generation gibt es einen Prozess, ein Bruch und ein Wuchs. Ein Bruch und ein Wuchs. Bei Avram gibt es Bruch Ishmael, gibt es einen Wuchs Yitzhak. Bei Yitzhak gibt es einen Bruch Esav, gibt es einen Wuchs Jakob. Und Jakob hat seine Kinder, gibt einen Bruch. Und Jakob kommt mit seinen Kindern nach Mitzrayim. Und Jakob, Levi, Kehat, Amram, Moshe. Moshe Rabbeinu, nach 210 Jahren Sklaverei in Mitzrayim, gehen sie raus. Und nach die 10 Plagen, also es war Plagen, nach die Plage, was kommt? Auszug von Ägypten. Jeden Bruch bringt später ein Wuchs. Also, es waren 10 Plagen, inklusive Pest und Epidemie und alle möglichen schlimme Sachen. Und danach ist Pesach, geht man raus von Mitzrayim. Danach geht man 40 Jahre in die Wüste. Nach die 40 Jahre in die Wüste, was gibt? Ein Bruch. Wer stirbt? Moshe, Aaron, Miriam, die ganze Generation stirbt. Und dann kommen sie rein nach Eretz Israel und Josua nimmt alle 7 Völker unter seine Herrschaft und 440 Jahre gibt es Zeit von Schoftim. Und dann kommt der König Shaul, muss noch einen Prozess machen, die Amalekiten zu stionieren, zu radieren, macht er nicht seinen Job zu Ende, kommt David. David macht die Sache zu Ende, kommt Shlomo, Shlomo baut den ersten Bet HaMikdash. Erste Bet HaMikdash stand 410 Jahre. Also wenn wir rechnen, vom Auszug von Ägypten bis dem ersten Tempel 480 Jahre. Der Tempel beginnt, erste Bet HaMikdash, 410 Jahre. Zwischen erste Tempel und zweite Tempel gibt es 70 Jahre Exil nach Babylon, okay? Nach dem Exil nach Babylon, am Ende von dem Exil, am Jahre 56 von diesen 70, passiert Purim. Habt ihr jetzt Orientierung, wo stehen wir? Also Purim ist zwischen 1. Bet HaMikdash und 2. Bet HaMikdash, beginnt 56 von den 70 Jahren von dem Exil, wo die Juden haben verlassen Babylon und gekommen nach Persien, nach Taharan, nach Shushan, nach Amadan, nach allen Städten, wo wir dort. Und es war die ganze Geschichte von Purim, bis hat man Haman gehängt, 3 Jahre vor dem Ende von diesen 70 Jahren von Exil, war noch ein Bruch. Und da hat man gebaut den 2. Tempel in Jerusalem. Sie hat gestanden 420 Jahre und fast 1900 Jahre bis heute. Wir sind ohne Bet HaMikdash. Und wir sind schon heute 5780,
Aber keine Sorgen, bald kommt Moschiach nach diesem Bruch jetzt und wir werden noch weiter alle leben, 1000 Jahre bis die 7000, schöne, gute, feine Leben, ohne Krieg, ohne Neid, ohne Eifersucht, schöne Joren, und es steht geschrieben, dass alle Feiertage werden storniert und annulliert, aber ein Feiertag von der ganzen jüdischen Geschichte bleibt. Welche? Purim. Also, jetzt seht ihr in die ganze Geschichte, wo liegt Purim? Wo liegt Purim, in welcher Zeit? Kurz vor dem zweiten Tempel bauen und am Ende von dem Bruch vom ersten Tempel. Also wieder an die Grenze von dem Venen, von dem Geburt. Es ist immer Schwangerschaft, Venen, Schmerz, Geburt. Schwangerschaft, Schmerzen, Venen, Geburt. Und natürlich bei den Wehen, Wehen. Wehen, was habe ich gesagt? Venen. Das ist auch Venen. Es tut auch weh. Bei den Wehen? Okay, diese Sache ist klar, verstanden? Sehr gut. Bei Purim, Tachles, gibt es 4 Mitzvot. 4 Mitzvot. Erste Mitzvah ist die Megillah zu lesen oder zu hören, am Abend und am Tag. Zweite Mitzvah ist zu geben Mishloach Manot eine zu seiner Nächste, 2 Speisen an deinen nächsten Mensch, Fisch und Brot, Mais und Banane, Datteln und Gurken, also 2 Speisen an einen Freund, 2 Geschenke an 2 Arme und Essen und Trinken mindestens ein Glas Wein und was Schönes essen am Purim. Also 4 Mitzvot. Megillah lesen, Mishloach Manot, Matanot Laevionim, Mishteve Simcha. Mem, 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 Mem. Okay? Megillat Esther, Mishloach Manot, Matanot Laevionim, Mishteh Besimcha. Leicht zu merken, kein Test, kein Problem. Es ist alles gut. Wir beginnen unsere Shiur heute. Und glauben Sie mir, ich nehme euch heute zu einer spannenden Reise, die habt ihr noch nie erlebt in unserer Shiurim. Wirklich, ihr werdet verstehen heute etwas und ihr werdet sagen zum Schluss, wow, unglaublich. Es gibt 2 Stellen in Megillat Esther. In der ersten Stelle steht geschrieben, dass Esther steht in Hof und der König gibt sein Zepter von Weitem und die Esther fasst an dem Kopf von dem Zepter, nur dem Kopf. Beim zweiten Mal steht geschrieben, dass Esther kommt zu ihm und ergibt sie der Zepter und erhebt sie von den Füßen. Komm, wir lesen das zusammen. Wir beginnen bitte mit Zitat 2. Zitat 2, lesen Sie bitte. Es war am dritten Tag, da bekleidete sich Esther mit dem königlichen Gewand und stellte sich in den Hof des königlichen Hauses, und zwar dem Inneren, gegenüber dem Haus des Königs. Und der König saß auf dem Thron seines Reiches, im Haus der Regierung, gegenüber der Tür dieses Hauses. Es geschah nun, als der König die Königin Esther im Hof stehen sah, fand sie Wohlwollen in seinen Augen. Und der König streckte gegen Esther das goldene Zepter aus, das sich in seiner Hand befand. Da trat Esther näher und berührte die Spitze des Zepters. Und es sprach zu ihr der König: Was willst du, König Esther? Da, was ist dein Begehren? Bis zur Hälfte des Reiches. Es soll dir gegeben werden. Okay, was steht hier geschrieben? 2 Sachen steht hier geschrieben. Esther ist im Hof und der Zepter, wer hält der Zepter? Der König. Und wo fasst sie an? In seiner Hand. Stimmt, also sie hält nur den Kopf von dem Zepter. Schauen Sie jetzt bitte Zitat 4, lesen Sie bitte. Esther aber. Esther aber fuhr fort, vor dem König zu reden, und sie fiel ihm zu Füßen, weinte und flehte zu ihm, die Bosheit Hamans des Agagiters aus der Welt zu schaffen und seinen Plan, den er gegen die Jehudim ersonnen. Da streckte der König gegen Esther das goldene Zepter aus und es erhob sich Esther und stand vor dem König. Also, wir sehen hier einmal vor dem Wunder und zweites Mal nach dem Wunder. Und Sie wissen, was ist Zepter?
Was ist Gold? Was steckt da hinten? Was spielt? Zepter bedeutet Leben. Zepter bedeutet verborgene Gottes geistliches Macht auf diesen Welt ohne physischen Reaktion. Es gibt einen Dirigent. Was hat ein Dirigent in der Hand? Ein Stock, ein Zepter. Was ist dieser Zepter? Dieser Zepter ist richtige Kontrolle. Wenn die Leute sind richtig Philharmonik, Columbia, Berlin, Israel, können sie gut spielen. Der Zepter spielt eine riesige Rolle. Also der Zepter ist ein geistigen Macht von ein Wesen, aber es ist nichts Physisches. Es ist nicht jetzt ein Kapitän, der fährt sein Schiff, ein Reiter, der leitet sein Pferd, ein Goldschmied, der arbeitet mit seinem Werk, ein Glasbläser, der macht seine Arbeit. Ein Dirigent hält etwas in der Hand, wo man versteht nicht die Kraft, und das nennt man Zepter, okay? Zepter schenkt Leben. Nach dem Zepter lebst du, nach dem Zepter hast du Angst und du kannst mit deinem Leben verlieren. Guck, schauen Sie, wie bitte Zitat 1, bitteschön, lesen Sie. Esther sprach zu Attach und befahl ihm, Mordechai Folgendes mitzuteilen. Alle Diener des Königs und das Volk der Provinzen des Königs wissen, dass es für jeden Mann und jede Frau, die zum König eintreten und den inneren Hof ohne gerufen zu sein, ein allgemeines Gesetz die Bestimmung trifft, die Todesstrafe zu vollziehen, außer wenn der König nach ihm das goldene Zepter ausstreckt, dass er am Leben bleibe. Ich bin aber nicht gerufen worden, beim König zu erscheinen, nur mehr 30 Tage. Also Esther sagt zu Mordechai, ich kann nicht gehen zu Achashverosh. Ich wurde nicht gerufen. Und wenn jemand wurde nicht gerufen und der König gibt er nicht dem Zepter, er bezahlt mit seinem Leben. Also Sharvit Hazav Vechaya. Also in die Megillah steht geschrieben, goldene Zepter ist Leben. Okay? Also die goldene Zepter ist Leben. Wenn die goldene Zepter bekommst du von Hashem und du kannst deine Hand drauf legen, lebst du. Hat Gott von dir den Zepter weggenommen? Shabbat Shalom. Du gehst in alle deinen Bereichen am Leben zum Gründen. Es liegt alles an dem Zepter von Hashem. Das heißt, eine einfache Sache. Es gibt zwei Stellen in die Megillah. Einmal, wo Esther ist von Weitem im Hof und sie hält dem Zepter im Kopf. Nach dem Wunder, Hashem oder Achashverosh gibt sie die Zepter in der Hand und sie fällt zu seinen Füßen. Versteht ihr den Unterschied zwischen den zwei Seiten? Oder nicht ganz? Nein. Denn noch einmal. Gut, was ihr sagt. Esther steht im Hof, weit. Der König sitzt am Ort mit seinem Zepter. Die Esther hat Angst zu kommen. Sie hat kein Recht zu kommen, weil sie weiß, wenn man kommt zum König, der König kann mit seinem Zepter, wenn er sie nicht gibt zu dem Mensch als Leben, er stirbt. Esther aber nimmt die Risiko, weil sie hat nicht mehr zu verlieren. Wenn ein Mensch hat nicht mehr was zu verlieren, da wendet er an Gott. Wann wendet man an Gott? Wenn man hat Angst. Wenn ein Mensch hat nicht Angst, ist alles wunderbar, ist alles super. Aber wenn ein Mensch hat plötzlich einen Bruch, gesund, Finanz, Ängste, Panik, die Doktoren sagen, sorry, kein Chance, Opa, Opa, er sucht der Zepter. Und er denkt, vielleicht Hashem wird ihm nicht den Zepter geben. Aber trotzdem, er traut sich, doch gehen zum dem König. Und der König gibt sie dem Zepter. Und es ist passiert die Wunder und hat man Haman getötet. Und danach kommt noch einmal Esther zu Achashverosh. Und Achashverosh gibt sie dem Zepter komplett. Sie hält das in der Hand und sie ist sozusagen sein Macht in dieser Welt in Klarheit. Okay? Das ist die Werte. Bald kommt die Erklärung, was hat das zu bedeutet. Zuerst will ich, soll ich die Bilder, soll bleiben im Kopf. Die Bilder sind klar, was ist passiert? Ja. Okay. Okay. Vielleicht machen euch das Leben leichter. Das ist ein Bild von einem großen Maler, 1660, der heißt Rembrandt. Van Yach. Dieses Bild befindet sich im Pushkin-Museum in Moskau.
Und hier sieht man die Mahlzeit zwischen dem ersten Zepter und dem zweiten Zepter. Zuerst lesen wir den Text über diesen Bild, das hat Rembrandt gesucht. Und danach erkläre ich euch, was für ein kluger, intelligenter Maler war er und wie sieht man das, was ich euch erzähle, auch in diesem Bild. Okay? Aber zuerst lesen wir dem Zitat. Zitat 3, bitte, sei so lieb. Les. Und der König und Haman kamen, um an dem Mahl der Königin Esther teilzunehmen. Es sprach der König zu Esther, auch am zweiten Tag beim Weingelage. Was ist deine Bitte, Königin Esther? Sie sei dir gewährt. Und was ist dein Begehren? Bis zur Hälfte des Reiches, es soll geschehen. Und die Königin Esther antwortete und sprach, wenn ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, o König, und es dem König genehm ist, so möge mir mein Leben geschenkt werden, durch meine Bitte und mein Volk, durch mein Begehren. Denn wir sind verkauft worden, ich und mein Volk, vertilgt, umgebracht und vernichtet zu werden. Wären wir nur als Knechte und Mägde verkauft worden, ich hätte geschwiegen. Allein der Dränger kümmert sich nicht um den Schaden des Königs. Okay. Guck mal, Esther sitzt von seiner rechten Seite. Haman sitzt auf die linke Seite. Achashverosh und Esther sind in Licht und Haman ist in Schatten, in Dunkelheit. Okay? Die Esther zeigt mit dem Zeigefinger auf Haman. Also zu zeigen, jemand mit dem Zeigefinger ist eine sehr tiefe Aussage. Und der König nimmt der Zepter, es sieht aus wie ein Zeigefinger von Torarolle hier, ja, und damit reichtet er die ganze Geschichte. Was passiert hier in dieser Geschichte? Will ich euch nur ein bisschen beschreiben. Achashverosh ist ein absoluter Diktator. Und Esther ist eine absolute versteckte Judin. Nach außen benimmt sich Esther wie eine Goite und nach innen sie ist 100% jüdisch. Esther ist kein jüdischer Name. Esther ist auf Persisch Estahor, Star, Superstar. War eine schöne Mädel. Sie hat nicht erzählt, dass sie ist jüdisch. Sie hat gesagt, ich bin persisch. Sie erzählt nicht, sie hat einen jüdischen Namen, Esther. Wie ist ihr jüdischer Name? Hadassah. Sie heißt Hadassah. Sie spielt Doppeltrolle. Mordechai spielt auch Doppeltrollen. Mordechai ist auch, Morduch ist ein Name von einer babylonischen Götzerei. Und Mordechai, sein jüdischer Name ist überhaupt Ptachia. Das ist ein jüdischer Name, Ptachia. Und Mordechai war der Mann von Esther. Aber er wusste, jetzt ist die Zeit, dass Esther kann korrigieren den Fehler von Shaul. Shaul hat nicht die Amalekiten beendet und Esther ist die Nachkommen von Shaul. Und jetzt muss sie mutig sein und ihr Volk retten. Was macht Esther? Haman ist ein böser, bösartiger Mensch, der will dem ganzen jüdischen Volk vernichten. Männer, Frauen, Kinder in alle Länder in einen Tag. Und Mordechai sagt zum Esther, jetzt gehst du zu Achashverosh und du machst was. Aber was soll sie machen? Was soll machen eine Frau, wo bei dem König, sie ist keine Frau. Esther ist nur eine Barbie-Bubbele. Weißt du, was ist bei der Diktatorin eine Barbie-Bubbele? Barbie-Puppe. Was ist Barbie-Puppe? Barbie-Puppe ist eine Mädel, die macht Kutschile, Mutschile, Putzile, Jutzile, aber sie hat keine Macht oder Kraft oder etwas zu tun. Okay. Was hat sie? Ivana Trump. Wir geben keine Vergleiche mit seriösen Leuten und heutigen schwachen Blasebeispielen. Also heute ist nicht zu vergleichen mit Esther. Also Esther ist eine Prophetin. Und Ivana Trump ist eine Modelshow. Das hat nichts zu tun, eine mit dem anderen. Aber danke. Okay.
In jedem Fall, Esther macht eine riesige Sache. Esther ist bereit, sich zu töten, mit dem Haman zu töten, um dem jüdischen Volk zu retten. Was macht Esther? Esther macht eine weibliche Strategie. Sie sagt, ich werde mit die beiden sitzen und essen und ich werde zu Haman ein bisschen wimpern und klimpern und machen so schöne Augen, dass Achashverosh, der Kapriser, wird denken, ah, es ist etwas los zwischen die beiden und er wird uns beide töten. Haman ist tot, der Befehl ist tot. Aber ich bin auch bereit zu sterben, weil meine Leben sind viel wenig wichtiger als das Leben von dem gesamten jüdischen Volk. Das heißt, sie war bereit, sich zum Gott zu geben. Absolut. Deshalb, wenn ein Mensch ist bereit, sich zum Gott zu geben, am Anfang gibt er Gott nur dem Zepter, das du hältst auf dem Kopf, und später bekommst du dem Zepter komplett in deine Hand. Okay, also Hashem, mach dir als eine vollmächtige Person in dieser Welt, dass du nicht von außen musst du nur anfassen dem Zepter, sondern du bekommst das in der Hand. Um das zu erklären, erkläre ich euch jetzt die Idee ein bisschen leuchter. Es gibt eine Pasuk, ein Vers, in Shira Shirim, in Hohe Lieder, in Kapitel, Kapitel 3, Pasuk 6. Wer ist die, die kommt von der Wüste und kommt wie eine Weihrauch, um bei mir zu opfern in mein Palast? So steht geschrieben. Sagt der alte Rebbe, sehr interessante Sache. Unsere Welt ist wie eine Wüste. Warum ist wie eine Wüste? In dieser Welt gibt es Schlangen, Skorpione, Dunkelheit, schwere Welt. Schwere Welt. Was passiert, wenn man nimmt ein Holz und man verbrennt dem Holz? Wenn der Holz ist alt, kommt wenig Rauch. Aber wenn der Holz ist frisch, was kommt? Viel Rauch. Warum kommt viel Rauch, wenn der Holz ist frisch? Weil der Holz hat Wasser in sich, Feuchtigkeit. Und er kann sich nicht verbrennen, komplett. Deshalb, wenn man will guten Holz haben, muss man dem Holz trocknen. Und erst später kannst du dem Holz nutzen, um etwas zu machen. Gott fragt, wer ist derjenige, der bringt mir den Rauch von der Wüste, dass es kommt rein bis mein Tempel im Bet HaMikdash. Was heißt das? Wir haben in unserem Leben normale Tage, die Dunkelheit, und wir haben besondere Tage mit Licht. Normale Tage mit Licht ist Schabbat und Feiertag. Die Tage nennt man Fenster in die Zeit von der himmlischen Offenbarung. In jedem Schabbat, in jedem Yontef, kommt das ein Licht, der dir die Möglichkeit gibt, zu Hashem nennt er offener, klarer zu werden. Während der Woche, es ist sehr schwierig, während der Woche, du bist in die 6 Tage von der Arbeit und du lebst in einer Welt, wo diese Welt heißt Alma di Shikra, Welt die Lüge. Diese Welt ist Welt die Lüge. In dieser Welt Menschen lügen, betrügen, lästern und insbesondere jetzt in die moderne Welt, umso viel schlimmer. Früher, vor vielen Jahren, jeden Artikel in der Zeitung muss haben einen Zensor. Heute schicken die Leute WhatsApp und Videos und Medien und man hat bald keine Kontrolle und die Welt geht wirklich in einen Unbruch. Das heißt, die Dunkelheit in dieser Welt ist so in Panik, dass die Menschen sind schon beängstigt von sich selbst, von so viel Sachen, die denen dem Angst betäuben und sie haben keine Möglichkeit, das zu bearbeiten und zu verkörpern. So viel geht es. Aber gibt es Gott sei Dank ein Fenster
mit frischer Luft. Das ist Schabbat, das ist Feiertag. Das heißt, wenn du kommst am Schabbat, du bist im Hof von dem König. Der König gibt dir den Zepter und du kannst den Zepter anfangen, nur im Kopf. Du kannst machen Kiddush, halten den Zepter im Kopf. Du kannst nehmen dem Challes und essen. Du kannst nur Sachen machen, um mit dem König etwas zu machen. Versteht ihr? Also du bist noch nicht von ihm bevollmachtet, zu haben dem Kraft in der Hand. Du hast nur eine Möglichkeit, mit dem Licht sich zu kontaktieren. Okay. Jetzt. Es gibt zwei Stufen in die Liebe. Liebe bedeutet Gold. Warum Liebe bedeutet Gold? Es gibt einen Spruch, wahre Liebe rostet nicht. Stimmt? Also wahre Liebe rostet nicht. Deshalb, wenn man heiratet, was gibt man die Kale bei der Hochzeit? Gold. Warum Gold? Um zu sagen, dass Gold ist wahre Liebe. Es rostet nicht. Das heißt, jeden Mensch hat in seiner Seele zwei verschiedene Liebe zu Hashem. Verborgene und offene. Die offene trifft er. Wann? Schabbes, Yontef, Hochzeit, Beschneidung, Shiur Torah, bekommt er ein kleines Fenster. Wann trifft aber der Mensch den Kontakt zu seinem verborgenen Gott? Wann? Wann findet der Mensch den Kontakt zu seinem kompletten verborgenen Gott, der in ihm versteckt? Im Not. Wenn er hat Angst, wenn er hat Panik. Also nur wenn ein Mensch ist in richtigen Angst, dann kommt seine verborgene, ungerostete Liebe zu Hashem. Und da, wenn er wendet an Hashem komplett, Hashem wird ihm nicht geben dem Kopf, Hashem wird ihm geben dem Zepter komplett, soll er leben und alles soll sich drehen vom gekommen schlecht, umdrehen schlecht. Was heißt das? Es gibt Momente am Leben, wo der Mensch glaubt nicht mehr, dass es wird gut sein. Er glaubt nicht. Er glaubt an Gott. Er glaubt an Gott. Aber er glaubt nicht, dass es wird gut sein. Er hat verloren seine verborgene Emuna, dass Hashem kann die Welt drehen. Er denkt, dass diese Welt ist die Wahrheit und Hashem ist die schwache Stimme in dieser Welt. Und genau das ist passiert zwischen ersten Tempel und zweiten Tempel. Die Juden waren schon weg entfernt von dem ersten Tempel. Sie waren schon mehr als 50 Jahre in Babylon, jetzt 6 Jahre in Persien. Sie haben gut gelebt, Routine, schönes Leben, Emanzipatie, Assimilation, Koordination, alle schöne Wörter von Gleichberechtigung mit alle. Und alle Juden sind eingeladen zum Palast von Achashverosh zu kommen und zu essen. Sagt Mordechai zu den Juden, geh nicht zu der Mahlzeit. Verlier nicht eure Identität. Ihr seid ein Volk, ihr darf nicht mitmachen. Uns interessiert nicht diese Mahlzeit. In dieser Mahlzeit macht Achashverosh Show mit den Geräten, was wir haben gehabt in dem ersten Tempel. Achashverosh war so ein Hochgeber, so ein Stolzer, so ein König, der hat gedacht, er ist der König von der Welt. Und er hat genutzt Schätze von Bet HaMikdash. Und das hat er gelegt auf den Tisch und hat gesagt, das ist meine. Hallo, das ist nicht deine. Das gehört zum Am Israel. Die wurden mehr als 50 Jahre zum Exil geschickt. Und diese Geräte und diese Kleider, die du trägst, gehört die Kleider von den Kohanim in Bet HaMikdash. Sagt Mordechai, spiel nicht mit. Wir müssen denken über einen anderen Bet HaMikdash, über einen anderen Tempel. Wir müssen an unsere Identität
denken, was ist unsere Zukunft und nicht wie wir passen hier in Persien für ewig. Aber die Leute waren am Schlafen. Sie haben geglaubt an Gott, aber nicht die verborgene Glaube. Plötzlich kommt Haman. Und Haman war ein schlauer Typ. Und er hat gewusst, dass Achashverosh ist nur ein Spieler mit seinem Diktator. Weil ein Diktator nimmt keine Ratgebers. Und Achashverosh hat 7 Ratgebers. Und er hat gedacht, ihm gehört die Welt. Und nachdem Achashverosh hat seine Frau getötet, war er alleine. Weil im Prinzip zu Hause die wahre Königin war seine Frau. Weil Vashti war ein Adlige. Vashti war eine Aristokratische. Vashti war eine Tochter, weißt du von wem? Von Belshazzar. Belshazzar war der Sohn von Nebuchadnezzar, von Nabucco. Also Vashti stammt von einer richtigen, adligen, aristokratischen Samen. Und sie ist eine Königin von Geburt. Sie heißt Vashti Amalka. Sie hat einen Titel, Vashti Amalka. Sie sind einen Titel. Bei Esther steht immer nur geschrieben Esther. Ihr werdet gucken, steht nicht geschrieben Esther Amalka. Also Vashti war eine Königin mit Macht, mit Kraft. Und dann, wenn ein Mensch trinkt, kommt sein Unbewusst hoch. Und wofür hat er Angst? So seine Frau soll ihm vor alle Leute entblößen und sagen, du bist eine Wächter von Pferdenstall und ich bin der Königin. Er wollte zeigen, I'm the Chef. Und er sagt, bring die Vashti, soll sie hier tanzen mit einer Krone auf dem Kopf. Und die Vashti hat gesagt, nein. Und er war sauer und er hat sie umgebracht. In diesem Moment kam Haman und Haman hat gespürt, ups, schwache Stelle. In diese schwache Stelle ist Haman gekommen. Und er ist gekommen zu Achashverosh und er hat gesagt, du bist kein absoluter Diktator. Und ich gebe dir einen Beweis. Es gibt hier in deinem Land ein Volk, wo diesen Volk hat ein anderer Glaube, andere Dat, andere Religion als andere Religionen. Die leben anders. Sie machen nicht die Gesetze vom König. Diesen Volk ist sogar faule Volk. Ein Siebtel von ihrem Leben machen sie gar nichts. Jeden siebten Tag machen sie Schabbat. Sie haben noch 53 Feiertage. Also 53 Schabbat plus 17 Feiertage, 70 Tage im Jahr, macht dieses Volk gar nichts. Dieses Volk isst, was sie will, nur hinter sich. Sie beten hinter sich. Glaub mir, gib mir diesen Volk zu stionieren. Und ich werde dir geben 10.000 Kikar Kesef zum Schatz. Was sagt der stolze Achashverosh? Du kannst machen, was du willst und ich brauche nicht das Geld. Also denk nicht, dass ich das gemacht habe wegen dem Geld. Und warum macht er das? Alles, was hier in dieser Geschichte passiert, ist nicht, weil Haman ist böse, ist nicht, weil Achashverosh ist kaprisig. Hashem will sein Volk beängstigen. Hashem will sein Volk die verborgene Liebe noch einmal bringen, Verantwortung zu übernehmen. Ich weiß nicht, ob es bei euch, aber es gibt manchmal, dass jemand hat irgendwo gelassen, eine Portemonnaie mit viel Geld und man will ihm sagen, soll er nicht mehr legen, diesen Geld so unverantwortlich. Was macht man? Man nimmt diesen Portemonnaie. Man legt das irgendwo anders, kommt dann nach 5 Minuten und er sagt, wo ist mein Portemonnaie? Sagt er, keine Ahnung, oh, dann kriegt er Angst, der Portemonnaie ist verloren. Sagt er, nee, reingelegt, bei mir. Ich wollte dir nur, zeigen, dass so legt man nicht Geld auf den Tisch. Versteht ihr, was ich meine? Also Hashem wollte nicht wirklich, soll was passieren. Hashem wollte aber noch einen Bruch. Vor dem zweiten Tempel soll die Jiden soll zurück zu ihm kehren, weil die Jiden waren total weg. Und deshalb, die sind zu ihm gekommen. Gehen wir weiter. Wenn Moschiach wird kommen, wird sein in dieser Welt volle Licht. Und in volle Licht braucht man nicht Kerzen.
Man braucht nicht Fenster. Es ist voller Licht überall. Warum muss man Chanukka-Kerzen zünden erst bei Sonnenuntergang? Warum kann man nicht Chanukka-Kerzen zünden um 12 Uhr? Sagt der Talmud, Kerze in Sonne hilft gar nichts. Schrage betiere, mayane. Also Kerze in hell, in Sonne, hilft gar nicht. Niemand zündet eine Kerze, wenn es ist hell draußen. Wenn Moschiach wird kommen, wird sein in dieser Welt hell. Deshalb alle Feiertage, Schabbat, Pesach, Sukkot, alle, die sind alle Feiertage, wo wir sind in Hof und wir bekommen von Hashem nur anfassen, eine Berührung an dem Zepter oben. Aber nicht richtig dem Zepter von dem König und einen richtigen Kontakt mit ihm. Um das zu erklären, gebe ich ein Beispiel. Sagen wir, ein Mensch lebt alleine. Lebt alleine. Nun, alleine zu leben ist nicht leicht. Warum alleine zu leben ist nicht leicht? Weil du musst alleine machen alles. Wenn du bist nicht gesund, niemand bringt dir zum Bett einen Tee, schenkt dir nicht einen Akamol, läuft nicht für dir zum Apotheke. Du kannst niemanden beschuldigen. Also, du musst die Verantwortung immer alleine auf sich nehmen. Nun, es ist schwer, es ist nicht leicht. Und ein Beweis, Hashem sagt in seiner Tora, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und dann trifft man einen lieben Partner oder Partnerin. Bei dem lieben Partner oder Partnerin gibt es Phasen. Es gibt Phasen, wo du denkst und du fühlst, dass der andere kann dir alle Probleme lösen und Gott sei Dank bist du da. Und es gibt Momente, wo du spürst, der andere ist nicht wirklich mit dir verbunden. Manchmal spürst du, du bist in Hof und der andere gibt dir den Zepter zu anfassen. Und manchmal hast du das Gefühl, dass dein ganzes Leben ist jetzt so gut. Warum? Weil ich habe Liebe. Weil die Liebe ist da und es ist alles da. Es ist Essen da, Sorgen da, Hilfe da, alles, alle meine Probleme sind gelöst durch diesen Partner. Es gibt Momente, wo ein Mensch fühlt sich im siebten Himmel. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Es gibt so zwei verschiedene Zeiten. Genauso wie die Beispiel in die Liebe und in dem Partner, genauso ist mit dem Ribbono shel Olam, mit Gott auch selbst. Es gibt Momente, wo du bist mit Gott zeitweile, Shabbos, Yontef, Begegnungen, keine richtigen mit Hashem. Du bist nicht wirklich mit Hashem verbunden. Aber wenn ein Mensch hat in seinem Leben irgendeinen Umbruch, Lebensgefahr, finanzielle Tragödie, und Hashem hat ihm in den letzten Moment gerettet, wie ist er in dieser Zeit nach dem Wunder mit Gott? Wie fühlt er mit Hashem? Hashem, so schön, dass es dich gibt. Was will ich machen ohne dir? Ohne dir bin ich gar nicht. Ja, stimmt. Also so wird ein Mensch reden und er wird bedanken Gott morgen, Mittag und Abend und geben mein Kiddush und Menschen in Schil ein Goymel und er wird danken, machen Hallel. Er wird Menschen Hallel, er wird danken Gott die ganze Zeit. Wie lang? Wie lang? Bis er das vergisst. Bis er das vergisst. Jetzt muss man erinnern. Genau, muss man erinnern. Steht geschrieben, wenn ein Mensch, es ist ihm passiert irgendwo ein Wunder und er hat gehabt einen Unfall. Wenn er kommt später zu diesem Ort von dem Unfall, wo er wurde durch ein Wunder gerettet, was muss er machen? Er muss machen, Bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam she'asa li nes b'makom hazeh. Dass Gott hat mir gemacht ein Wunder in diesem Ort. Jetzt mit Gottes Hilfe am kommenden Montag treffen alle Yehudim, dieselbe Yehudim,
von Avraham Avinu, Yitzchak und Jakob, Moshe, 210 Jahre in Ägypten, 40 in die Wüste, 410 erste Tempel, 70, 56, 3, 420 und unsere 1900 Jahre, wo wir leben. Mehr dieselbe Juden kommen in die Synagoge und wir sagen alle demselben Bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Sheasa Nisim Laavoteinu Bayamim Ahem Bazman Haze. Wir danken Gott, dass er hat Wunder gemacht damals unsere Väter in diesen Tagen, aber jetzt kommt Bazman Haze. Bazman Haze bedeutet jetzt, heute, diese Woche, dieses Jahr. Jeden Mensch, der hat erlebt in seinem Leben Wunder, ob es ist in Gesund, ob es ist in Parnasse, ob es ist Naches, soll er denken, wo war ich letztes Jahr in dieser Zeit? Heute bin ich gesund, bin ich froh, bin ich stolz, bin ich Hashem dankbar, bin ich auf die Füße, ich lebe. Versteht ihr, was ich meine? Die Frage ist, wie tief ist dein Gedächtnis? Und wir leiden heute alle von einem kurzen Gedächtnis. Warum? Weil wir geben dem Welt viel mehr Wert, Präsent, Sicherheit, als das, was wir geben Gott. So geht es. Um nicht so tief zu fallen, dass Gott uns beängstigen muss oder zum Schleppen zu dem Glauben durch schlechte Weg, ich gebe euch heute einen Tipp. Dieser Tipp heißt, jeden Tag Hashem zu danken. Danken morgen und danken abend und danken bei Nacht und vor dem Essen und nach dem Essen und nach die Toilette. Wenn ein, steht geschrieben, wenn ein Mensch hat Probleme mit dem Magen oder er hat Blut in seinem Stuhlgang und alles, soll, das ist ein Beweis, dass er dankt nicht Gott richtig nach die Toilette. Und wenn jemand hat Probleme gehabt mit seinen Ausgängen, kann das schätzen, was bedeutet danken Gott, dass alles funktioniert. Dass alle meine biologischen, orologischen Katalysatien, Installatien, alles ist richtig am Arbeiten, aber der Mensch schätzt das nicht. Wann beginnt er es zu schätzen? Wenn er muss sitzen im Spital und er sitzt auf dem Chlor, weil er ist gelähmt in halbem Körper und er wartet auf die Schwester, Entschuldigung, euer Respekt, soll sie ihm abwaschen, aber manchmal die Schwester hat keine Zeit und er bleibt noch 10 Minuten warten. Ich habe gerade gesprochen mit jemand, junger Mensch, der hat irgendeine kranke Situation und gesagt, Schleume, weißt du, was ist mein Problem mit der Krankheit? Ich muss manchmal sitzen auf dem Klo noch 10 Minuten, bis die Schwester kommt und mir geht. Wir schätzen das. Wir danken das. Wir müssen rausgehen, die Hände waschen. Baruch Hashem, ich lebe. Du bist voll am Leben. Hashem hat dir geschenkt gutes Leben. Ich will die Sachen jetzt zusammenfassen. Der mittlere Rebbe, also der Sohn von der alten Rebbe, war einmal Purim nicht zu Hause. Er war in irgendeine andere Gemeinde, in ein anderes Dorf. Und er ist gekommen zu hören die Megillah, die Schriftrolle Esther. Nun, nach der Schriftrolle, der Chasen hat genommen so eine Box und jeder soll dort ein paar Groschen legen für den Chasen. Der mittlere Rebbe nimmt daraus 5 Rubel. 5 Rubel war im 17. Jahrhundert Assach Geld, sehr viel Geld. Und er gibt das dem Chasen. Sagt er ihm, warum gibst du mir so viel? Sagt er, ja, sie haben so schön gelesen die Geschichte. So schön haben sie gelesen die Geschichte. Sagt er, das ist das erste Mal, dass sie hören diese Geschichte. Sagt er, ja, wenn mein Papa, der alte Rebbe, liest die Megillah, klingt total was anderes als das, was sie haben heute gelesen. Es ist total eine andere Geschichte.
Die Megillat Esther hat sehr viele Schichten und Ebenen. Und Schichten und Ebenen bedeutet, sich die ganze Zeit vorbereiten, reinzukommen zum König. Unsere Aufgabe in dieser Welt ist, mit dem König zu begegnen. Irgendwann begegnen wir alle mit ihm. Und unsere Aufgabe ist, richtig und sauber und rein vorbereiten. Wie haben sich die Mädelach vorbereitet vor dem, dass sie gekommen zum König? 12 Monate. 6 Monate beschämen Amor in Öl und 6 Monate in Gewürze, in verschiedene Duften. Also die Mädelach haben sich ganz schön mariniert. Also sie haben gemacht Körpermarinade, bis sie kommen zum König, vorbereitet. Ja, auch wenn du denkst, Mensch, ich komme in die Synagoge und das interessiert mich jetzt zu hören, dass die Mädelach haben gemacht so eine Modeschau und sie haben sich vorbereitet, jeden Mädel, was? Eine Kur. Was interessiert mich, sagt der alte Rebbe? Wellness, sagt der alte Rebbe. Unsere Neshama ist diese Mädele. Nahara, wenn Nahara bedeutet, muss man sich vorbereiten mit guten Sachen zu Hashem und Dufte machen. Dufte bedeutet Mitzvot und gute Taten. Wenn ein Mensch macht eine Mitzwa, bringt er in diese Welt einen guten Duft. Wenn ein Mensch bringt in diese Welt negative Nachricht, Übelrede, Schmonzes, schmutzige WhatsApp über jemanden, bringt er in diese Welt Gift und Tod. Und das ist immer dem großen Kaff zwischen Esther und Haman. Sollt ihr wissen, Achashverosh ist Gott. Er hat den Zepter. Und in dieser Welt gibt es 2 Leute, die ganze Zeit kämpfen. Die Dunkelheit und der Licht. Die Dunkelheit heißt Haman. Haman will böse sein. Esther ist bereit, nachzugeben, um zu gewinnen in dieser Welt dem Licht. In dieser Welt lohnt sich, nachzugeben, um zu gewinnen. Wenn ein Mensch hat Recht, verliert er Leben. Entscheide, was du willst. Recht haben oder Leben haben. Recht haben bedeutet Leben verlieren. Leben haben bedeutet manchmal verzichten auf mein Recht. Schwer, diese Methode, ich weiß. Aber man sagt, es gibt in Shulchan Aruch 2 berühmte Teile. Eine heißt Orach Chaim, wie Ayid lebt, und eine heißt Choshen Mishpat. Also Mishpat heißt Gerechtigkeit. Orach Chaim bringt der Mensch, wie soll er leben. Choshen Mishpat erzählt der Mensch, wie soll er Gericht beim Urteil machen. Steht geschrieben, wenn 2 Leute haben miteinander Streit oder Diskussion, wenn sie machen Choshen Mishpat, verlieren sie die Orach Chaim. Also wenn sie gehen in Gericht, verlieren sie das Leben. Du kannst in Gericht gehen, kein Problem. Du hast dein Recht, gerne. Viele verdienen davon, viele genießen davon und sie brauchen auch Parnasse. Recht wirst du haben, Leben mit wenig Qualität. Und das ist genau die Idee von Purim. Purim kommt von dem Wort Pur, Mazal, Glück, Destiny, Tombola, Los. Wenn ein Mensch versteht, dass alles in dieser Welt ist Pur, Mazal, es ist nur von Hashem gekommen, versteht er etwas sehr interessant. Sharvit, Zepter in Hebräisch, hat 2 Wörter. Sar und Shevet. Sar bedeutet Herr und Shevet bedeutet ein Stab, zu schlagen, also so wie ein Richter und so wie ein Polizist. Der Ribbono shel Olam hält die ganze Zeit in seiner Hand dem Sharvit. Der Ribbono shel Olam ist auch der Sar und er ist auch der Shevet. Er kann sein der Herr und er kann sein auch derjenige, der schlägt.
Als ich war jetzt in New York und ich habe gebeten bei dem Oil von dem Rebbe, saß neben mir ein Freund und der Freund hat mir gesagt, soll ich zuschreiben in mein Quittel, in mein Zettel, noch einen Satz und zu sagen, Halevai shiyamshich hakol kacha tov. Halevai soll alles weiter fort so bleiben gut wie jetzt. Wenn ein Mensch schreibt, Gott, Halevai soll bleiben alles so gut wie jetzt, bedeutet, das Gutes, was jetzt gibt, soll bleiben und noch Gutes soll kommen. Versteht ihr? Also er hat mir gesagt, schreib in dem... Und dann habe ich das erzählt meinem Bruder. Und mein Bruder hat gesagt, ja, ich sage manchmal, Gott soll er wegwerfen seine Fernbedienung und soll er mir lassen bei sich in demselben Kanal. Also soll er nicht... Umschalten. Soll Hashem mit mir nicht so siebsefen. Ja. Soll er mit mir... Es gibt Leute, sie haben normales Leben, sie haben normale Kanal und Hashem im Himmel hat gesessen mit seiner Fernbedienung und gemacht, ups, und schon bist du in dieser Welt in einen anderen Kanal. Das hat euch schon passiert? Ja. Mir ist schon passiert, ja. Yeah. Glauben Sie mir, du bist im Kanal und plötzlich Hashem druckt ein anderes Channel und du bist total woanders. Sagt Hashem, bitte, lass mich in demselben Kanal. Lass mich weiter so leben und dir dienen. Soll ich weiter alles machen mit Guten und in Freilichkeit. Und da sehen wir jetzt noch besser das, was wir haben gelernt. Wir gucken noch einmal den Unterschied zwischen 2 und 5. Lesen Sie bitte, Iris, ja. Les mal 2, Pasuk 2, es geschah nun. In die Mitte. 2 in die Mitte. Die 2, was habe ich geschrieben? Pasuk 2. Es geschah. Es geschah nun, als der König die Königin Esther im Hof stehen sah. Also er sieht sie stehen. Das heißt, du musst man muss dich sehen. Mach dir bei der Ribbono shel Olam aufmerksam. Wenn du dich nicht aufmerksam machst bei Hashem, er wird dich nicht sehen. Du musst alles tun, damit soll der König soll dich sehen und soll dir beobachten. Okay? Bedeutet, etwas tun soll er dir beobachten. Weiter. Fand sie Wohlwollen in seinen Augen. Und der König streckte gegen Esther das goldene Zepter aus, das sich in seiner Hand befand. Da trat Esther näher und berührte die Spitze des Zepters. Wenn man gibt dir die Zepter, fass das ein. Sag nicht Nein zum Gottes Gnade. Sag nicht Nein zum Gottes Wohltätigkeit. Gott gibt dir eine Idee. Gott schenkt dir eine Freundschaft, Gott schenkt dir noch einen Job, noch irgendein Zepter. Nimm das, sag nicht nein, danke. Menschen sind so beängstigt in dieser Welt, dass sie wollen schon nichts mehr von etwas hören. Sie wollen keine Begegnungen mehr, keine Freunde mehr, keine Bekannte mehr. Jeder bleibt sich in seine verborgene Bunker und Clique. Wenn Hashem dir geschenkt irgendein Zepter, nimm das Zepter mit beiden Händen, fass das ein, es wird gut sein. Du sei bereit zur Überraschung. Du wirst nicht bereuen in dein Leben für Sachen, was hast du getan. Hört ihr? Du wirst bereuen in dein Leben über Sachen, was du machen konntest und nicht gemacht. Wer sagt das? 200 Einbewohner im jüdischen Altenzentrum bei uns in Frankfurt. 200 Leute sagen, ich bereue nichts, das habe ich getan. Ich bereue Sachen, die ich machen konnte und nicht gemacht. Willst du etwas machen? Mach. Hast du noch eine Idee, Wunsch am Leben, Projekt, Genuss, Reise, Lernen, Wunsch, mit jemandem zu treffen, mit jemandem zu lernen, mit jemandem zu begegnen, mit jemandem zu essen? Warte nicht. Diese Idee ist ein Zepter Gottes. Wenn du bekommst eine Idee, soll ich dem und dem jetzt anrufen? Diese Idee kommt nicht von dir. Diese Idee kommt von Hashem. Und sehr oft, wenn du bekommst so eine Idee von Hashem, ruf jetzt dem. Und du rufst ihm. Es kann einer von beiden sein. Oder gerade der denkt über dich. Oder der andere ist im Not oder etwas vermasselt und er ist nicht mutig, dir sogar anzurufen. Sei immer offen zu Hashems Zeichnungen, wenn er sie dir schenkt. Weiter.
Und es sprach zu ihr der König: Was willst du, Königin Esther, und was ist dein Begehr? Bis zur Hälfte des Reiches, es soll dir gegeben werden. Was heißt bis die Hälfte des Reiches? Was heißt das? In dieser Welt, es ist 50-50. Es liegt an unserer Hand und es liegt auch an seiner Hand. Oder andersrum, es liegt nur an seiner Hand, aber es liegt auch an unserer Hand. Das heißt, du kannst das, wie du willst, drehen. Wenn ein Mensch ist faul und er schiebt das auf seine Hand, nicht in Ordnung. Wenn ein Mensch ist hochmutig und er schiebt das nur auf seine Hand, auch nicht gut. Ein Mensch muss wissen, wenn er bekommt der Zepter, der König ist derjenige, der sagt ihm, ja, halbe Königreich ist deine. Du hast eine Idee, du hast ein Projekt, liegt in deine Hände. Mach, was du kannst, alles, was liegt in deine Kräfte zu tun, tu es. Du hast von mir volle Vollmacht, etwas zu tun. Und das sieht man, die Idee, warum sagt der König, bis die Hälfte auf der Königreich. Weil mehr wie die Hälfte kannst du nicht bekommen, weil die andere Hälfte gehört komplett zu Hashem. Versteht ihr? Du kannst nicht mehr bekommen als die Hälfte. Das ist so wie zwei Uhren, die gehen die ganze Zeit 50% miteinander. Stimmt? Also die sind zwei... Zahnräder. Wie? Zahnräder, genau. Hashem sagt, muss man die Zahnräder kombinieren. Unsere Zahnräder geht mit ihm. Jetzt pass mal auf. Es gibt Zeiten, wo die Zahnräder wird von oben gedreht. Nach unten und dann drehen wir. Wir fühlen sich ein bisschen gedreht. Kommt Yom Kippur, der Zahnräder von oben dreht und die Menschen hier in dieser Welt drehen. Du fragst einen, Herr Herschkowitz, warum gehst du in die Synagoge? Sagt er, weiß ich nicht, weil der Jakubowitsch geht. Jakubowitsch, warum gehst du in die Synagoge? Sagt er, weiß ich nicht, mein Papa ist gegangen am Yom Kippur. Die können nicht definieren, was magnetisiert sie zu gehen in Schil. Aber ich kann euch sagen, der König hat an dem Tag große Interesse unseren, wie hast du das genannt? Zahnräder ein bisschen zu bewegen. Und das nennt man in Chassidismus Itaruta de Leila. Aufwecken von Oberen. Okay? Das heißt, oder so wie es steht geschrieben in die Kabbalah, wenn der Mensch ist am Schlafen, manchmal kriegt er so eine Wake-up-Call von Hashem. Aber es gibt Zeiten, muss ein Mensch sich beginnen zu bewegen. Und da sagt Gott, du wirst mir öffnen ein Loch von einer Nadel. Ich werde dir erweisen eine Größe von einem Saal. Jeden große Dinge haben begonnen mit kleinen Schritt, mit ein bisschen. Du wirst beginnen ein bisschen und Hashem wird dir zeigen. Die letzte Sache. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Chanukka und Purim. Chanukka ist die ganze Wunder passiert von dem oberen Zahnrad. Von dem oberen. Deshalb am Chanukka spielen wir mit einem Dreidel. Mit dem Dreidel, mit dem Sevivon, spielt man von oben. Stimmt? Dreidel, Dreidel, Dreidel. Was bringt der Dreidel? Der Dreidel bringt Naches, gesund, Paranosse. Die alle Sachen ist Dreidel. Hey. Kannst tanzen auf dem Kopf, Kasachok, es ist ein Dreidel. Es fällt, wie es fällt. Aber am Purim nennt man eine Rassel. Und was macht man mit dem Rassel? Man bewegt das Zahnrad nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Und man sagt, ja, und wie sieht aus seine guten Hammann-Rassel? Habt ihr gesehen? So mit zwei guten Rädern. Also ich habe einen in die Synagoge, wenn ihr kommt am Purim nächsten Montag, zeige ich euch die zwei Räder, die bei mir bewegen. Eine Räder so und der andere ist so. Und wenn du drehst, eine Zahnräder, nimm diesen großen Dinge und es knallt, so wie es richtig knallen soll. Es gibt sogar in der Welt Menschen, die Rassel-Sammlers. Ja? Also Rassel ist eine gute Sache. Ich glaube, gerade komme ich auf die Idee, das muss man zu Hause haben, eine Rassel und zu machen Rasseltherapie. Also wirklich, ich habe gerade gekommen auf die Idee, dass wenn ein Mensch, er ist so ein bisschen erschöpft,
soll er machen so ein bisschen Rasseltherapie und soll er bewegen durch den unteren Zahnrad, dem oberen Zahnrad. Ich danke euch für das Zuhören. Und jetzt, wenn jemand will was fragen oder was bemerken über dieses Thema, bitteschön. Ja. Die erste, als sie, bevor sie zu König gehen sollte, sie hat Gagai gesagt, dass, Gagai hat ihr gesagt, sie soll nichts bieten. Sie soll ihm nichts bieten, also sie soll nichts mitnehmen. Ist das so eine Bescheidenheit? Nein, die waren Propheten. Die hatten mit Hashem eine sehr klare Einweisungen. Wir sind keine Propheten. Wir sollen von der Ribbono Shel Olam bitten und verlangen, und zwar alles. Wie eine große Bettler. Steht geschrieben, bei der Ribbono Shel Olam sollst du sein, ein ständiger Bettler. Sollst du bei ihm alles beten. Opa Raskin, mein Opa, hat immer gesagt, wenn du lernst viel, weißt du wenig. Wenn du lernst wenig, weißt du gar nicht. Und genauso ist auch beim Davnen, bei Gott. Du davnest viel, Hashem hört ein bisschen. Du davnest ein bisschen, der hört gar nicht. Also es ist kein Spaß, wenn ein Mensch betet viel, hört er. Irgendwann hört er. Wenn ein Mensch wiederholt etwas mehrere Mal, zeigt er, dass die Sache ist ihm enorm wichtig und irgendwann der andere ist überzeugt. Und Hashem, wenn Hashem sieht, dass du von der Sache überzeugt, er wird dem Gebet anhören. Aber du musst in dem Gebet wirklich auf ihn verlassen. Und nicht auf dem Doktor und nicht auf dem Chef und nicht auf dem Partner und nicht... Es gibt Leute, nachdem haben sie jemand gebetet, sie beten zu Gott, ja, yeah, Gott, soll er mich bitte lieben, soll er sagen, bitte ja. Toda Rabba. Du betest total was anderes. Wenn er ist der absolute Chef, er kann alles bringen und soll man sich auf ihn verlassen, plus unsere Maximum Mühe. Deshalb, es geht immer in Zahnrad. Manchmal er ist im Mittelpunkt und manchmal wir sind im Mittelpunkt. Und das will ich schließen. Wenn Moschiach wird kommen, die Welt wird sein volles Licht. Aber Purim, weil es ist gekommen von unten, es ist die Zahnrad der Licht, wird bleiben auch präsent, auch wenn Moschiach wird kommen. Purim wird man spüren, auch in Moschiachs Zeiten. Alle anderen Feiertage wird man weiter die Mitzvot machen. Aber wir werden nicht mehr so in Dunkelheit bleiben wie heute, dass wir brauchen die Bewegung von oben nach unten. Wir werden schon überzeugt sein von der Sache, von uns selbst. Heute brauchen wir durch die Gebote, durch die Mitzvot, so ein bisschen ein Einhaltspunkt auf die Mitzvot. Wenn Moschiach wird kommen, wir werden weiter Matzah essen. Wir werden weiter in die Sukkah sitzen. Aber wir werden von alleine überzeugt sein von das, was wir tun. Wenn die Liebe ist groß, ist schon das Essen spielt nicht die größte Rolle. Schon das Zusammensein ist die Hauptsache. Wenn Moschiach wird kommen, steht geschrieben, wenn ihr Ehu ein beein. Wir werden Hashem sehen, Auge in Auge. Also wenn ein Mensch sieht Gott Auge um Auge, dann ist er voll im Licht, dann ist er voll überzeugt, dann hat er den Zepter in der Hand. Er braucht nicht abhängig sein die ganze Zeit, weil er versteht, er sieht Hashem, er spürt Hashem, er ist mit Hashem total verbunden. Was? Synchronisiert. Synchronisiert, er ist synchronisiert mit Gott. Und deshalb, es gibt noch eine Methode von einem großen Tzaddik, Rabbi Nachman von Breslau, das ist eine Idee von der alten Rebbe. Rabbi Nachman von Breslau hält auch eine Rede über das Geheimnis von dem Zepter und er sagt, dass der Zepter ist der Tzaddik. Also der hat eine ähnliche Idee und Methode und er sagt, wenn du bist mit Gott verbunden, du bist in Hof und du fährst an nur dem Ecke. Aber der Tzaddik ist einer, der bekommen von Gott der Zepter in der Hand. Woher wissen wir, dass ein Tzaddik hat der Zepter in der Hand? Steht geschrieben, Tzaddik gozer, vakodish baruch hu mekayem. Also Tzaddik befehlt und Hashem macht das, was er will. Das heißt, ein Tzaddik hat eine Möglichkeit,
die Zahnrad von unten zu beenden und das in oben die Sache anders zu bringen. Deshalb, wenn ein Mensch braucht Hilfe beim Beten, soll er sagen Tzadikim, soll er gehen zum Gräbe von Tzadikim, soll er dort beten, weil das ist Leute, die können große Fürsprecher sein für uns fürs Beten, weil sie haben die Zepter in der Hand, sie können etwas für uns wirken, damit soll die Sache hoch sein. Ich werde nicht vergessen, ich bin einmal gefahren mit einem Ehepaar aus Amerika und ein Sohn, Bekannter von uns, nach Michelstadt zu beten. Warum wollen sie beten? Weil ihr Sohn war so fast 30, habe ich erzählt. Und er war sehr dick. Und er konnte nicht Schiduch haben. Und bin ich gefahren mit den Älteren und mit ihm nach Michelstadt. Und wir standen am Grab. Und wir haben gebetet. Und dann sehe ich, dass die Familie macht mir so Bemerkungen, soll ich gehen im Auto. Ich gehe im Auto. In ein paar Minuten höre ich drei Leute nicht weinen, heulen zu Hashem. Beten so vom Tiefsten, weinen, wie eine Butter auf dem Schmelzig auf dem Pfanne. Wirklich, geweint ohne Ende. Gut, sie haben beendet zu beten, sie kamen im Auto, ich komme nach Hause. Ich sage, meine Frau Chani, wenn Hashem ihre Gebete nicht hört, ich höre auf zu glauben. Also so ein Gebet kann nicht bleiben ohne Konsequenzen. Halbes Jahr später, um 11 Uhr nachts, ich bin schon ein bisschen jäckig geworden, ich gehe schlafen früh und Leute rufen mir nicht an nach 10. Der ruft um 11. Reb Schleume, a guten Abend. Mein Sinn ist geworden nach Russen. Also mein Sohn hat sich verlobt mit einem guten Mädel. Aber das ist nicht die ganze Wunder. Hat gemacht einen großen Diet. Und dass mein Sohn hat gemacht Diet, es ist mir noch ein größeres Wunder, als dass er hat gefunden Akale. Also, und du bist der Erste, wo ich will dir dem guten Nachricht sagen. Also, denk dran, dass Esther, vor dem, dass sie kommt zum König, und das könnt ihr lesen in die Megillah, weißt du, was hat sie gemacht? Hat sie gefastet. Sie hat drei Tage gefastet und gebetet und geweint. Und dann kriegt sie den Zepter. Denk nicht jetzt, du machst eine Schüssel Popcorn, du guckst ein bisschen Netflix und Hashem wird dir gleich geben dem Zepter und sagen, ja, bitte schön, Hashem, gib, was ist? Das war meine Methode, hat nicht geklappt. Vielleicht wird klappen, Gott kann auch manchmal überraschen. Hat sie neue Methode? Ja, da gibt es keinen Namen von Hashem, aber wo steht Hamelik? Ist Gott. Ja. Und wir sehen hier, dass Hashem hat Esther Zepter gegeben. Genau, also unser Freund sagt, dass immer, wenn es steht, das Wort König, es ist eine Beschreibung von Gott. Aber die ganze Idee, was wir haben gesagt, heute haben wir nur Gott ins Spiel gesetzt, weil die ganze Megillah ist eine verborgene Offenbarung Gottes in unserem versteckten Lebenstopf. Also zu sehen, dass alles in dieser Welt ist ein Purim-Spiel. Wir sind alle Puppen, Marionetten und Hashem macht mit uns, was er will, nach seinem Plan. Und wenn jemand glaubt an seinen Plan, es wird ihm viel leichter sein. Ich wünsche euch alle ein fröhlicher Purim und Hashem soll uns sein Zepter geben, dass wir sein Zepter anfassen sollen. Und dass wir auch vielleicht schaffen, irgendwann den Zepter in der Hand zu halten. Ich kann euch sagen, einmal die Woche halte ich den Zepter in der Hand. Wenn ich lese von der Torah, habe ich so einen Zeigefinger. Und das ist eine halbe Stunde in der Woche, wo ich habe mich ein Gefühl als König. Also ich habe den Zepter, ich lese von der Torah. Und das ist ein riesiges Gefühl zu haben, dem Zepter in der Hand. Komm alle gesund nach Hause. Amen. Ja, vielen Dank.